Auf unseren Feldern gibt es eine ernste Bedrohung, die wir alle kennen. Das Problem ist, dass viele sie nicht ernst nehmen. Aber genau das müssen wir, denn die Situation wird immer bedrohlicher. Durch jährlich wiederholte Anwendung von Herbiziden mit gleichem Wirkungsmechanismus und Vernachlässigung guter ackerbaulicher Praxis tun wir so, als ob es das Problem nicht gäbe. Doch je länger wir die Bedrohung ignorieren, desto größer wird sie. Bis zu dem Zeitpunkt, ab dem sie unseren Acker beherrscht und keine Feldfrucht mehr gedeihen oder überleben kann. Die Bedrohung hat einen Namen: Resistenz. Ein Monster, das gut getarnt in unseren Feldern lauert und mit dem Unkraut zwischen den Feldfrüchten heranwächst. Das Schlimme ist, dass sich die Resistenz an künftige Unkrautgenerationen weitervererbt. Die Herbizidresistenz breitet sich aus. Mit besorgniserregenden Konsequenzen für uns alle. Zudem nimmt die Zahl der wirksamen Herbizide ab. Viele Landwirte sind dadurch von hohen finanziellen Verlusten bedroht, insbesondere weil es in absehbarer Zeit keine Wirkstoffe mit neuen Wirkungsmechanismen geben wird. Die Folgen sind verheerend. Wenn wir resistente Unkräuter nicht mehr bekämpfen können, werden sie immer stärker mit der Feldfrucht konkurrieren. Das Ergebnis? Immer weniger Erträge und Gewinne. Aber wir können etwas dagegen unternehmen. Mit Ihrem landwirtschaftlichen Know-how und Ihrer Erfahrung, im Zusammenspiel mit unserer Technologie und Unterstützung, können wir Resistenzen wirksam bekämpfen. Und welche ist die beste Waffe gegen Unkrautresistenzen? Vielfalt. Vielfalt ist Zukunft.